Hallo und willkommen zurück in der schönen Welt von World of Warcraft Classic. Hier ist wieder Gnomenbauer. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Da ist er, der Kleine. So, wir haben Post von mir selber zugeschickt, natürlich. Komm, lass mich dahin. Ein kleiner Obolus, weil ich habe Level 60, so wie angekündigt. Und wir holen uns jetzt mal das Fliegen. Ich war schon ein bisschen in der Scherbenwelt. Ja, wegen dem Leveln. Geht dort natürlich mit am schnellsten. Ein paar Level gemacht und jetzt schauen wir, dass wir hier Fliegen bekommen. Dann müssen wir in die Schwarze Wacht. Wir haben durch die zwei Level natürlich auch neue Sachen, die wir lernen können. Da kommt eine kleine Daisy um die Ecke. Die ist wahrscheinlich neugierig, was ich da mache, warum ich da rumquatsch. Fluglehrer. Wie geht's? Bleibt auf dem Boden. Und schon bin ich wieder ordentlich her, ja? Wenn das nicht alles so teuer wäre. Naja, aber mit den ersten Chancen ist es immer noch am schwersten. So, ich kann fliegen, also her mit einem Fliege-Hotterhü. Schwarz passt am besten zu mir. So. Auf in die Schwarze Wacht. Wenn das ein bisschen schneller gehen würde. So, da bin ich wieder. Wo ist mein Lehrer? Da ist mein Lehrer. Tod und Verfall hätte ich ganz gern. Da geht ja auch was, glaube ich, ne? Na klar, geht da was. So, dann hätten wir's. Wir sind ready für die Scherbe. Ah ne, nicht ganz. Moment. Wo ist Tod und Verfall? Bei Unheilig, glaube ich. Ne, ist es nicht. Wo zum Teufel ist Tod und Verfall drin? Also, weiß ich doch. Jodele. Dann gehen wir zurück. Und dann schauen wir gleich mal, dass wir in die Scherbenwelt kommen. Oh. In letzter Zeit ist in Classic wieder mehr los. Ich habe der War Within probiert. Ungefähr 10 Minuten, da war ich mit der War Within fertig. Das ist nicht meine Welt. Also, das... Es ist WoW, es sieht aus wie WoW, aber absolut nicht meine Welt. Da bleibe ich lieber in Classic. So, Scherbe, willkommen. Warum warnt mich dein Map? Wie gesagt, ein paar Quests habe ich schon begonnen hier. Wie man sieht hier an der Seite. Da könnte man eine gleich fertig machen. Und zwar die hier. Weil die schon angebrochen ist.
Also das ist aber auch kacke mit den langsamen Greif hier. Da gehen wir nur am Greif, wenn wir es brauchen. Ich häng. Warum häng ich? Wenn freie Strada ist. Uiuiui. Ups. Ich glaube, jetzt brauche ich den Greif. Bleib mal lieber doch da drauf. Anscheinend bin ich nicht straßentauglich. So wie es aussieht. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Mögt ihr die Scherbenwelt oder eher nicht? Ich bin jetzt am Bala, kurz davor, dass ich die Scherbenwelt beende. Und ich muss euch sagen, Schergrad mit den Apexis-Splittern sammeln, das war zum Schluss wirklich schon eine Geduldsprobe. Weil wenn du 35 Stück pro Quest brauchst und dir fehlen noch 4 Quests, rechnet mal aus, 35 mal 4, ja? Das war nicht schön. So gar nicht. Der Bereich ist eigentlich ziemlich klein hier, obwohl ich so viele verschiedene Mobs töten muss. Bis ich bei Scherbe angelangt bin mit meinen Juwelierkünsten. Eieiei. Da geht noch Zeit den Bach runter. Eieiei. Naja, Schmiedekünste muss, Juwelierkünste muss es gar nicht sein. Dingens genügt. Bergbau. Damit ich es zumindest abbauen kann. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen unerschütterlicher Zauberer und unerschütterlicher Ritter. Das ist, sind die hier. Ich bin außerordentlich. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nee, euch brauche ich. Komm, fall um. Du bist schon tot, du weißt es nur nicht. Ich kann das nicht plündern. Ja. So, Zauberer. Unerschütterliche Zauberhexerin. Mal schauen, ob das ist, was wir suchen. Ist es? Da hinten ist der nächste Ritter. Dann haben wir den Ritter auch schon voll. Bleibst du stehen? Ja, der hat da nicht viel Gegenwehr. Da ist gleich noch einer. Brauche ich aber keinen mehr. Die Zauberer, sind die mehr innerorts? Nee, da ist einer. Was willst du denn? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ach komm. Hallo? Also geht doch. Da ist noch ein Zauberer. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Ich sollte mich mal ein bisschen heilen. Wenn wir schon haben, nutzen wir sie auch. Vier von denen noch. Sind alles Fußsoldaten.
Reichweite. Das war der 7. Streich. Wo ist der 8? Da vorne, glaube ich. Das Blöde ist, dass du nur unerschütterlicher lesen kannst. Mehr kannst. Ja, ja. Das sind die restlichen 3, die ich brauche. Ja, wenn man euch das Zaubern wegnimmt, ne, dann ist es nicht mehr so toll. Da bleibst du da. Hallo? Da hat er mich in Eisketten gelegt. Das hatte ich nicht gesehen. So, dann gehen wir mal ab. Das dauert. Eieieiei. Vielleicht haben wir Glück und wir können eine Indie machen. Wenn es in den nächsten 3 Minuten anscheinend was werden sollte, dann ja. Ansonsten lassen wir es bleiben. Hey, was schießt da? Ist zwar noch wenig, aber naja. Und da müssen wir dahin zurück, wo wir gerade gekommen sind. Da gibt es nämlich spezielle Mobs. Einen davon haben wir kurz gesehen. Das war der Feldkommandant. Wir müssen auch weg. In der Zwischenzeit trinke ich mal einen Schluck. Ich habe nämlich ganz schön Sodbrennen und Milch hilft. Zumindest mir. Zwei Minuten, sagt der Counter. Naja, schauen wir mal. Und vor allem, was wir kriegen. Ich bin schon am Ziel vorbei. Vor lauter Reden. Nicht geschaut, wo ich hinfliege. Einer müsste hier sein. Ist aber nicht. Nein, ist auch nicht, was ich suche. Da ist einer. Das ist der Feldkommandant. Du bist mir bis hierhin nach. Wäre interessant, wo ist der Zauber? Da ist er. Hab ihn schon. Ich muss leer. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Er fällt immer noch auf. Nein. Und weg sind sie. Und die nächste Quest ist abgeschlossen.
Wird das eigentlich hier angezeigt? Ja. Hier wird angezeigt, was schon fertig ist. Könnte ich simultan nutzen. Ich mache die Scherbenwelt fertig mit dem Baler und mit ihm mache ich östlichen Königreichen fertig. Nee, das mache ich alles mit einem. Das wäre geschummelt. Beziehungsweise würde sich für mich wie Schummeln anfühlen. Na, wird wohl nicht. Ah, Heiler fehlt noch. Mit dem Weg. Braucht ihr etwas? Auf dann. So, erhöht kritische Trefferwertung, bla 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 bla, kritische Treffer. 15 Stärke von wie viel wäre das Richtige? Für die Allianz. Von dem, was ich bekomme dafür. Bleibt sauber. Macht's keinen Unterschied. So, gebrauchtes Metall und gebrauchtes Holz. Dabei kann ich auch gleich ein paar der Orks hier erledigen. Weil das muss ich sowieso machen, im Rahmen der zweiten Quest. Aua! Das sind ein bisschen viel jetzt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ach komm. So, das wird nichts mehr hier. Das würde den Rahmen der Folge sprengen, von der Länge her. Ich habe nämlich nachher noch vor, mir eine Serie anzuschauen. Man sollte nicht zu viel Zeit mit WoW verbringen, sondern auch was anderes machen. Beziehungsweise es ist, naja, ihr seht es ja, 19:35 Uhr. Ich stehe um 3:30 Uhr auf. Könnt ihr euch denken, wie lange dementsprechend ich oft wach bin. Das spürt man so im Verlauf des Tages dann. Ich popel ja nicht in der Nase, sondern mache harte körperliche Arbeit. Bleibst du da? Und das spürt man dann auch wirklich. Ich nehme beim Nachhausefahren oft meine Kids mit, ja? Das dauert dann so eine circa halbe Stunde, bis die aus haben. Und heute habe ich im Auto beim Warten eingepennt. Einfach Knacks und ich war weg. Hat aber gut getan. Ein bisschen Powernap. Oh oh, da ist ein Teufelshäscher unterwegs, oder? Nee, doch nicht. Nee, war nur eine Erschütterung, nicht mehrere. Doppelsäscher jetzt, das wäre fatal.
Der würde mich platt machen. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gibt es eigentlich eine Quest, bei denen man die killen muss? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, ich krieg's auf jeden Fall hin, das ist klar, ja. Aber nicht mit dem Impala. Aber ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, ob es da nicht eine Quest gab. Ein Mutant! Bleibst du da? Ihr fix da. Wir haben kein Ziel. So, wir sammeln jetzt noch den restlichen Metallschrott ein. Du hörst zum Zaubern auf. Ist unhöflich. Mir gefällt, dass Gedankenfrost so schnell wieder einsetzbar ist. Ist gut. Vor allem, wenn man gewisse Erfolge dann in Essig noch machen möchte aus der Lich King Zeit. Zum Beispiel, wenn man da immer unterbrechen muss, wenn sich der Typ in ein Wildpferd verwandeln will, oder Nashorn, glaube ich, was. Ich weiß jetzt nicht, wie der Erfolg heißt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh, das geht dann an meinen Schmied, an den Baler, der macht die dann auf. Gott sei Dank noch rechtzeitig weg. So, gebrauchtes Metall, da ist nochmal. Und eins bräuchte ich dann noch und noch drei weitere Orks. Wo ist leider der Orks? Das wäre mir dann ein Ork zu viel. Einer von denen muss weg. Ich mampf erstmal was. Das war schon wieder mit Mampfen. Kommst mit Freunden zurück, ich weiß das. So, komm. Du siehst mich nicht, okay? Ah, du siehst mich auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir geben jetzt ab. Und das war's dann auch für die Folge. Muss ich denn hin? An die Seite. Er ist ziemlich kaputt. So, da müssen wir hin. Zu den kleinen Türmchen da. Beziehungsweise zu dem, was noch da ist davon. Und dann ist für diese Folge auch schon wieder Schicht im Schacht. Was geht euch durch den Kopf? Ja, mir geht Seid nicht viel durch den Hut. Kopf. Glaub mir. So, was sieht man denn da? Lauter Schrott. Bleibt sauber. Seid auf der Hut. Hallo. Mögen eure Reisen sicher sein.
Oh, Ehrenfest ist freundlich. Man sieht sich. So, aber für diese Folge ist es genug. Wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.